Der Hit der Gruppe Village People über den Verein christlicher junger Männer in Amerika, YMCA, hat mich zu folgender Szene inspiriert. Also stellen Sie sich bitte vor, Dieter Hallervorden treibt in New York nonstop Nonsens und plötzlich, na, sehen Sie selbst. I speak English, I can tanzen, and I look unheimlich gut. Na, vielleicht habe ich hier jetzt Chancen. Na, Mrs., wie ist es? Do you have mood? Helga! Didi! Hi, Didi! Hey. Was machst denn du denn hier? Ich bin beim YMCA. Was? Nimmt der Männerverein nun schon Fräuleins mit rein? Aber ich bin noch das Hausmütterlein. YMCA! Okay, ich will mich revanchieren. Steckt euch das ins Gesicht? Nikotin ist verboten, da kennt die Hausordnung nicht vom YMCA. Aber das ist doch wohl okay. Was? Ein Feuerwasser für ein Häuptling? Ich zähl bis zwei, du, dann ist die Flasche weg. Winne wann, winne tu. Sowas lehnen meine Jungs ab. Ach, sowas? Aber seht mal, was ich hier habe. Das ist eine heiße Sache für Kerls. Meine Jungs, schau nicht so ohne weiteres auf Girls. Die sind ja schließlich beim YMCA. Und sowas gibt's nicht beim YMCA. So, da wären wir Jungs. Ihr hattet Ausgang bis 9, aber nun rasch ins Bett. Was ist denn das? Endlich allein. Und weißt du, was ich jetzt gerne möchte? Was denn? Boogie Woogie. Ach so, tanzen? Dem kann geholfen werden, dem Mann. Na, dann tanzen wir doch Boogie Woogie. Ja, aber in der Badewanne. Bitte sehr, finde ich toll. Was ist denn so toll? Oh, oh, oh. Aber die Wanne ist voll. Die Wanne ist voll? Oh, oh, oh. Panne, wäre ich Lohngrin, würde ich jetzt sagen, wann geht die nächste Wanne? Die Wanne ist voll, oh, oh, die Wanne ist voll, oh, oh, die Wanne ist voll. Oh, oh.